Moin Leute, willkommen zur SML Spieltag 3. Eyo, was geht? Kamas Ey, Auto. alle guten Dinge sind drei. Ja, dritter Aufnahmeversuch. Let's go. Das war ein scheiß Intro einfach nur. Mann ey. Und wir müssen gegen Okay. das Team Stau und Soziales und kann auf jeden Fall an mit dem ersten Set. Ja, wir haben den Senfmann Kamalm, denn jeder mag Senf, aber unsere Gegner mögen Kamalm nicht, denn der macht Aua Bubu und haut die weg. Und Stonehead Liquidation, Jawlock und Superpower, alles was wir brauchen. Brauchen keinen Regen heute, deswegen spielen wir Strong Jaw und Damit der Jawlock, Jawlock noch Strong mehr Jaw. böllert. Was? Damit der Jawlock noch mehr böllert, als das eh schon tut. Ja, der haut Tromborg einfach komplett ins nächste Leben. Der lebt danach noch? Ja. Wie wieder? Der lebt danach noch? Wenn man ins nächstes Nee. Leben. Der ist Außer. ins Afterlife. Heftig. Ja, Speed für Max Speed Tromborg, falls die Das Gute. irgendeinen weirden Mist machen. Death für Rasanz, Ursaring, Close Combat, den wir Full Health Leben einen. Guts natürlich nicht, aber bei Guts werden wir schneller. Ja, und der Rest Attack. Ich wollte ihn nicht in HP tun, weil da hätten wir weniger Attack gehabt und hätten mehr HP und mehr Death gebraucht als so. Also das ist jetzt Max Attack und maximale Death, aber halt auf Kosten Spedef Bulk. So. Dann kannst du Gut. mit der Kramux weitermachen. Ja. Stefan Raab ist auch am Start. Diesmal mit Evolit, damit er auch mal nicht von einer nee, was war es, Von. Double Edge umgehauen wird. Und wir uns denken dann, ja moin. Tailwind, damit, falls wir doch mal am Ende den Speed brauchen gegen Galoppa oder gegen Nyaustake Der und Zed-Fan sowas. Bock hat. Genau. Roost ist, Prankster Roost ist ziemlich geil, weil wir uns gegen so viel hochroosten können, unseren Flugtypen verlieren und so halt die erstmal Recoil jetzt bei Galoppa Recoil kriegen lassen können durch Stromstoß oder Flare Blitz. Oder halt auch mal schauen, Foulplay, wir brauchen nicht viel mehr. Ja, 60 Speed ist auch, falls wir halt angreifen für Ursaring Tromborg. und Tromborg, der gute Fred, der offensiv ist. Ja, genau. Rest KP und Fizz-Death, da soll der ein bisschen was machen. Mit seinen 42 Death Base kriegt er schon hin. Ach ja, und der lebt auch einmal Fassade von Rasanz Ursaring nach Rocks. Also zu 6,3% nicht, aber ansonsten schon. Wir mal drüber reden, dass er einfach trotzdem mit einfach trotzdem noch fast so viel Spezi-Tech hat wie Fizz-Death. Obwohl der einfach voll Fist-Dev ist. Nein, wir haben 300 Fist-Dev mit Evolit. Wow. Krank. So, dann mache ich mal weiter mit Fitiamo. Und das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt das Spektakulärste, was wir da mit Fitiamo haben. Ist ein simpler Choice-Backs-User mit U-Turn, mit Energieball, Psychokinese und dem Spukball können wir so ziemlich alles abdecken bei denen. Und ja, so also eigentlich reicht Psychokinese schon fast aus, aber halt für. Das eine oder andere Mal noch die anderen Moves. Wir haben nichts für Skalück, weil das Ding nichts gegen Skalück lernt. Ich dachte, erstes Ding kann noch irgendwie der Sing-Team, aber kann es anscheinend nicht. Und ja. Dann haben wir auch den nächsten dabei, das ist ein bisschen weird. Das ist ein Fist-Dev Electross. Den wollen wir ein bisschen zum Scouten benutzen. Gegen zum Beispiel sowas wie Galoppa, weil wir mal wissen wollen, ob das Ding Live-Up ist, ob das Ding Choice-Band ist oder ob das Ding AV ist oder was auch immer. Haben wir noch Thunderbolt und Ghidorah zum Attacken dabei. Also wir treffen fast alles mit Thunderbolt, außer eben dieser Anaconda. Und vielleicht noch Trombok, aber der juckt nicht, der Junge. Und dann können wir mit U-Turn rausgehen. Ja. Am Ende fickt er uns. Trombok einfach mit SD Harvest. Oh shit. Select Berry. Ja, mal schauen. So, ja, Darf Mawai. ich? Ja. Okay, dann haben wir Typ Pflanze am Start, weil eigentlich eine fleischfressende Pflanze, aber es ist Typ Stahl, warum auch immer. Mit Rocks, Iron Head, Sucker Punch, Toxic soll uns am ehesten dieses Meowstic aufhalten, weil das kann ganz schön. Wir haben diesmal auch nicht Intimidate drauf, damit er Competitive bekommt, sondern Sheer Force. Wir sind nicht dumm. Mal peinlich wäre lustiger. Ja, wollen wir noch drauf tun? Nee, ja, wir haben so ein bisschen gelernt aus dem, was wir am ersten Spieltag fabriziert haben. Ja, Iron Head macht jetzt relativ viel Schaden, kann halt nicht mehr flinchen, aber was soll's, der Wir sind soll eh langsam wie sein. Scheiße.
Ja, wir sollen ein bisschen in Miaustik drin bleiben. Wir leben plus zwei live auf Panda. Bist du halt Und irgendwie weg, ansonsten oder? sollte Okay. der halt auch Rocks legen, ein bisschen rumtoxigen. Mit Citrus Berry können wir da was leben. Mal Ja. schauen. Jo. Und dann auch das letzte Set, Leute. Es tut mir leid. Schaut es euch an. Und überlegt einmal, wie behindert waren die eigentlich im Teambuilding? Wie behindert war Schuh eigentlich im Teambuilding, dass Adrian das überredet hat, dass wir das durchziehen? Wirklich. Sache ist, Galoppa ist ein kleiner Threat für uns. Das ist komplett der S hier von denen eigentlich. Oder Artia heißt er hier. Jo. Lainun ist kann mit plus 2, mit plus 1. Fassade Galoppa killen mit plus 2 Fassade Osering killen. Mit Toxic Aura und Quick Feed sind wir halt dann schneller als alles. Auch eben schneller als Galoppa. Den Speed haben wir für das gute Choriogel. Also die 114 Speed. Die Hoffnung war schon ein bisschen da, dass wir dann vielleicht mit Switcheroo einen Toxic Aura auf Skullygrowth bekommen und wir unseren Evoliten von dem Ding abgreifen können. Das wäre insane. Und eben Worker, damit wir überhaupt auf die plus 1 bekommen. Noch hochkommen. Und ja, das Set ist unfassbar behämmert. Ich habe mega Bock auf dieses Set. Also wirklich, ich habe mega Bock auf das Set. Ich Und habe schon ja. Angst. Wahrscheinlicherweise. Und ja, ich würde sagen, ich schicke dir jetzt nicht meine Chall und mal gucken, wie das Ganze so ausgehen wird. Das ist mal wieder ein anderes Team hier. So. Let's go. Was? Pion Magna gerade gegen Steuern und Soziales. Wir spielen quasi in den deutschen Staat. Und mal schauen, wie wir so uns so gegen den deutschen Rechtsstaat beweisen können, wenn sie mal Oder ob annehmen. unsere Steuern bezahlt haben. Ja. So, wen haben sie denn nicht dabei? Die haben nicht dabei. Wait, die haben Sanakana nicht dabei. Ja, die haben Sanakana nicht dabei. Okay, das ist gut. Zum Beispiel, wir Ja. haben auch keinen Trombok dabei. Oh mein Gott, nein! Jetzt haben wir so viel auf den gespeedcreeped. Mist! Weil Reiser, Schleimog, Ariados. Oh, die haben auch kein Psy. Die haben Sierra nicht dabei, nice. Heißt, wir können Flugkiefer irgendwann mal abwerfen? Ja, der ist eigentlich Jesus. Aber der liegt. Der legt halt Rocks, ne? Das ist halt, was ja halt ganz geil ist. Ach, und Dragonier haben sie auch nicht mit. Jo. Ja, okay, das war jetzt auch nicht welchen Mann, vor dem ich jetzt groß Schiss hatte, irgendwie. Aber ich meine, schauen wir mal, mit was lieben wir jetzt? Was willst du die? Sollen wir. Okay. Wollen wir einfach mit Mawile leaden und Rocks drücken? Weil der hat ja keine anderen Aufgaben. Die haben Slimer Ja, dabei, und vor by the allem, way. wir gewinnen gegen den Spinner von denen. Die haben auch mal mit Mawile. Ja, genau. Und der vermutlich auch eigene Rocksetter von denen. Gewinnen wir auch mit Ah, Mann, Mawile. jetzt wäre Intimidate doch wieder gut gewesen. Ja, sorry, Mann. Aber ja, gut, schade. Ja, so gehen wir einfach mit Mawile rein, ne? Was denkst du, mit was die liegen? Ich könnte mir theoretisch Choriogel vorstellen, einfach weil der halt U-Turn kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie jetzt mit Osering reingehen, einfach nur weil sie sich den No Fucks Given einfach reinböllern wollen. Oder Rapid Dash, aber Ja, nur die haben weil der schnell aber ist. in der ersten Runde haben sie aber noch kein Dings. Kein. Ja. Also ich kann mir halt Choriogel sehr gut vorstellen. Wir sehen ja dann auch am Orb oder so, was das Ja. für ein Osaring ist, ne? Ja. Ice Orb, Guts, Toxic Orb, Quick Feed. Ja. Ich könnte natürlich auch Heiß Orb mit Guts spielen, einfach dann einfach nur noch Bulk ab und noch zwei andere Stadios Moves. Das gute Ice Orb, Set. man spielt Ice Orb mit Guts. Ja, oder nee, man spielt Heiß Orb mit, ja, Heiß Orb mit Rasanz, meine ich gerade. Und einfach den Rest der irgendwelche Stadios Moves. Bulk ab. Ja, genau, okay, lassen wir das. Dann noch Rest Talk. Why ever? Also wollen wir mit, Mawile, ja. Oder? genau, okay, machen wir das. Oh, nice. Sollen wir gleich mit Iron Head pressuren oder sollen wir erstmal rocken? Ich würde erstmal rocken, ich könnte mir, oder wollen wir toxigen? Ich könnte mir Toxin können wir Rapid Dash natürlich gehen, auch. Ja. weil die vielleicht Flame bei dir haben. Kann da auch echt gut sein. Ich glaube, die werden sich erstmal wundern, warum wir eigentlich einen Intimidate haben. Na ja, wir haben gelernt. Ja. Also wollen wir erstmal toxicen. Ja. Wir treffen ja auch alles außer jetzt das Ja. Dings. Wobei, sollen wir vielleicht doch rocken? Die haben halt vier Rock Weaknesses, ne? Können wir auch, ja.
Ich will eher auf Rocks gehen. Aber nur mit so Sachen Okay. wie Galoppe und so einfach nicht so einfach reinkommen. Okay, dann kommen wir gehen auf Rocks. Jo. Ich will einfach safe bleiben gerade. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Slimeog jetzt, wenn das so ein Sag mal so, du Curse ist. wolltest keine Psyshock spielen, ne? Ja, nur wenn der Curse ist, dann ist es eh scheiße. Dann gehen wir einfach in Galax und boosten uns gegen. Genau, komm, ja, komm, wir gehen zu Death Rock. Ja. Und vor allem, was macht's? Oh ja, Hantier Fire Punch haben gegen Flank, weil ich sag schon nix. Da kann echt ein bisschen Power eklig Bomb. werden. Stimmt Ja. schon. Ist unser Elektros langsamer als das? Als Samok, ja. Dann können wir ja slow U-Turn machen dann. Zum Beispiel erstmal in den rein. Mal gucken. Kann man einfach ballern. Ja, Aber oder auf Smite. die Sache ist, was wir denn spielen, wenn er Curse jetzt spielt. Der muss ja einen Step spielen. Dann Warte spielt er noch. mal, killt der? Okay. Okay, Ich habe Rocks. gerade überlegt, wenn es so ein Tox. offensives Tox. Amaldo ist, ob man es nicht Tox. einfach killt. Tox. So 100% Tox. Hau rein. Die wollen die uns knocken? Das Ding muss Tox. Das Ding muss getoxt werden. Und zwar sowas von. Kein Bock auf den Jungen. Irgendwie, ich Okay. habe bei Walibi habe ich immer das Gefühl, dass das Ding rocken kann, aber kann es halt nicht. Warum soll das das können? Keine Ahnung, der sieht irgendwie ein bisschen so aus, als kann der rocken. Und kann Marble rocken. Der ist immerhin noch ein Stahltyp. Ja, aber. Also, es gibt schon ein paar Monster, die rocken können, obwohl sie es eigentlich nicht können sollten. So, haben wir das Ding schon mal getoxt? So, was soll man jetzt machen? Ich könnte mir Einfach. vorstellen, dass die jetzt die Foggen. Ich würde Könnte auch. einfach Iron Headen, oder? Ja. Für ihn nicht Wenn Flinch. die Galopper gehen, kriegen wir 25% Plus Iron Head. plus Iron Head. Da ist es mir dann scheißegal, ob dann unser Morale potenziell geburnt wird. Ja. Geh ich mit. Aber Alpha Iron Head. U-Turn, okay. Was kommt rein? Und was kriegt das Damage? Mag, okay. Wie viel kriegt der? Oh, Alter. nice. Nice. Nochmal, let's go. Die haben Leftover. Das heißt, die haben keine Beere. Ja. Ja, okay, auf den wird es eh nicht lohnen. Der hat ja keine Föderei. Das ist aber bei der Iron Helden, oder? Warte. Ich guck mal, was das von Damage war. Ja, kannst du machen. Hast du einen Split? Ja, ich habe unseren Split. Ja, eben. Ich guck mal bei Mag. Rest, Sleep Talk. Wie viel Prozent haben wir gemacht? Schau Wir haben mal. 42% gemacht. Der ist nicht Fist-Def, der ist Bidef. Okay. Oder Full Attack. Der kann auch einfach Full Attack sein und Full HP. Also der ist auf jeden Okay. Fall Full HP, aber nicht in Def. Jo, dann einfach weiter Iron Head. Wenn ich guck mal, wenn der jetzt. Also wir sind im Prinzip im Speed-Teil, wenn Ja. der kein Init hat. Ich guck mal, wenn der Adamant Fire Punch hat. Das wird aber nicht killen eigentlich. Ich halte da mal Mawile für bulky genug für. Ja, mal gucken. Fire Punch. Wir haben. Ne, okay, 58 bis 69. Ja, denk mal. Hauen wir drauf? Ja, wir hauen voll rauf. Okay. Der ist schneller als wir, hat 47% gemacht. So, Sucker Punch? Gilt der? Sucker Punch soll er killen, oder? 16,6 bis 19,8. Oh, das wird knapp. Ja, aber was ist, haben wir zu verlieren, oder? Ja, stimmt eigentlich schon. Also, Sucker. 16,6 bis. Nice. Bäm, weg mit dem. Ehrenmauerball. Alter, nicht 6-0 verloren. Ja! Mensch, mal das. Gut, dass der nicht die Pflanze ist, sonst hätten wir jetzt ein Problem gehabt gegen Hä? Der ist doch die Pflanze. den. Der hat einfach nur so No Fucks Given gegen Feuer und gegen Ja, der hat Gift. einfach keine Poison-Attacke. Der ist einfach wie Muruda. Das ist eigentlich quasi ein Stahltyp, aber ist es wiederum irgendwie nicht. Egal, was jetzt reinkommt, wir drücken Sucker Punch, außer es kommt Mau, also Bullet ein Drop rein. Wallaby. Hey, gegen Osaring nicht?
Nicht auch Iron Head? Klar. Weil ich finde es sehr schön, wir haben uns vorhin noch so Sorgen gemacht wegen Mako und er ist jetzt schon weg, das finde ich halt sehr nice. Ja, finde ich gut. Nice, 5 Runden übrigens rum und Flunky, und noch, bei uns war noch kein Mann außer Flunky war auf dem Feld. Und bei uns ist noch kein Mann gestorben, das ist neu. Bei jedem einfach schon 3 Manns auf dem Feld. Wenn man sagen, Schiff aus Mauer wäre bad, ne? Ja, Alter, wir hätten einfach gleich weiter offensiv spielen können. Ja, mit Mit SD. Speed. Mit ein bisschen Speed, dann hätten wir den einfach schon Two-Hit genommen. Oder einfach speziell offensiv mit Flash Cannon und Fire Blast. Nein, nicht Flash Cannon. Doch. Steel Beam. Ist ja Steel Beam, Alter. Steel Beam, bester Move. Irgendwie raff ich den Move immer noch nicht. Naja, gibt doch so ein Set mit Duraludon, wo der Screens legt und sich Ja, Steel Beam stimmt, selber. dann bringt er sich selbst um. Ehre. Wobei das auch irgendwie ein bisschen useless ist, wenn man. Dann hast du danach keine Screens mehr. Okay, der kommt rein. So. Der will jetzt böllern, der Junge. Das wird's mal. Der will jetzt clean reinböllern. Also Iron Head oder Sucker? Ich bin eigentlich dafür, dass wir Iron Head drücken, weil ich will nicht, dass er jetzt SD auf uns. Ja, Wir ich eben einfach. auch nicht. Das will ich auch nicht. Ich mach's, was so da. Bis der Sucker-Damage dann quasi. So dass man ihn annehmen könnte, dass man ihn nicht gedrückt hat. Genau, wenn der jetzt, Wie viel wenn der macht. Guts Wie, ja, okay. Wenn der Guts ist nicht so schlimm. Wenn der Rasanz ist, killt Na. er uns auch nicht. Okay, also einfach Iron Head, oder? Yo, ey, wir tendet den. Wir brauchen den nicht. Okay. Okay. Nehmen Das ist wir. voll fein. Komm mal, oder? Okay, Toxic, der ist top. Guts. Nee, der ist Hey. nicht Guts, der ist Rasanz. Also Murkrow. Rasanz ist Murkrow, das haben wir auch so gesagt, oder? Ja, Rasanz, wir könnten auch. Kamalm lebt auch einen Hit. Aber der lebt ihn halt auch nur knapp. Und ich sehe hier Kamalm als deutlich wichtiger an als Murkrow. Hey, lass Stefan Raab in Ruhe. Sorry, Mann, aber Ja, trotzdem. komm. Komm, Stefan Raab. Ja. Los rein mit dem. Der dance so geil. Ich habe aus Versehen was gedrückt. Und du das. So, einfach V-Play, oder? Einfach Foulplay. Jo. Stefan Raab, du Ehrenmann. Hat der überhaupt schon einen Kill? Ich will nicht gerade. Ne, der hat noch keinen Kill. Der war erst einmal dabei und ist einfach instant weggestorben. Aber er hat Recoil verursacht beim letzten Mal. Ja. Den guten Recoil, den dann Zapfwagen zum Kritten benutzen konnte. Ja. Alter, wenn er jetzt gekrittet wird, ne, mit Fassade, ich bin Ich breche ab. Einfach instant forfeit. Soll es für safe. 4 ausgegangen, Alter. Scheiße auf den Sieg. Hey, dann gewinnen wir doch nicht mehr. Nee, dann ist over. Was überlegen die jetzt sogar? Haben wir jetzt hier irgendwie plötzlich. Wait, du hast ja mit Fassade gekalkt, oder? Sind ja auch Knuddler. Überlegen wir mit Knuddler? Wobei, nee, wait, Fassade. Fassade ist doch stärker, Ja, oder? stimmt, ja. Habe ich ja irgendwie in den Quer gehabt. Stimmt schon, ist stärker. Können die jetzt bitte einfach was drücken? Ja, aber lass den doch mal. Nein! Weil ich Bist du kann. denn so, bist du so aggressiv, Bulebi? Okay, ja, der gute V-Play in Wallaby. Alter, ja, Crit. Hackfresser einfach. Noch ein Kamaim gehen. Aber der knockt jetzt wieder, oder? Ja, eben. Ich werde die Emolithe nicht verlieren. Entweder knockt er oder er drückt jetzt Defog. Wir gehen schon definitiv ins Rubat, ne? Ja. Ne, ich würde in Nee. Hackfresse gehen, einfach und dann einfach T-Bolten. Hackfresse 2, bitte. Ja, Hackfresse 2, sorry. Okay, Roost. Boost. Nehme ich sowas von. Oh. Nehme ich sowas Okay. von. I take this. Ja, einfach Wir T-Ball. können einfach T-Bolt drücken. Ja, eben. Der ist schneller als Und wir. was kriegt jetzt Damage? Irgendwas kriegt jetzt Damage. Ja.
Und nicht zu wenig. Ja, eben. Soll jetzt mal in Osarin gehen, dann frisst jetzt ein T-Bolt, danach Toxic Damage und Protect mir, dann kriegt er nochmal Toxic Damage und vielleicht da werde ich sogar schon. Ja, wie viel ihr T-Bolt macht. Naja, nicht so viel. Wir haben. Alter, stell dir mal vor, wir haben jetzt Choice Specs. Elektros. Der wäre Der schon hätte richtig jetzt. böllern. Der hätte Lust. Weil vielleicht kalten ja, vielleicht wissen jetzt auch schon durch den Kalk, dass wir Fistef sind. Keine Ahnung, wie viel einer ohne Fistef machen würde. Oh, ich denke auch, dass das eine Roll Ja. Okay, wie machen viel macht der? kann. Wie viel machen wir? Oh, nice. Ah, die Lefties sind jetzt ein bisschen kacke, aber. Wollen wir einfach nochmal T-Bolden und auf eine bessere Roll hoffen? Machen wir mal machen. Langsamer sind wir eh. Wäre jetzt sowieso irgendwie doof, was anderes rein zu. Ich meine, Sirsch kann Malen gehen, aber ob sich die Saison ist, auch wieder die Frage, ne? Nee, die können auch einfach Stone Edge jetzt drücken, das wäre auch doof. Ja. Einfach T-Bolt. Komm, wir machen T-Bolt nochmal. Okay, Rapid Spin. Sollen sie? Easy. Wie haben wir es am Anfang gesagt? Scheißegal jetzt. Egal, auch wenn wir jetzt 1-0 kein Set aufgegangen ist und wir mit Hex gewinnen. Nehme ich. Hauptsache der Win. Ja, ist So. natürlich jetzt blöd. Also ist echt ekelhaft für die. Ja. Weil er jetzt gerade seinen Speed Boost bekommen hat. Ja, aber soll was noch Giga Drain? Wir drücken nochmal T-Bolt, oder? Okay. Wow, Giga Drain. Dann Sonst kannst du dann. werden wir wahrscheinlich wieder voll danach. Ja, wir werden ja eh jetzt durch Leftovers. Ja, okay. Nehmen wir auf T-Bolt. Elektros Ehrenmann. So, okay. Was kommt jetzt? Ich sehe es schon, Linewood wird absolut nichts machen, weil der nicht reinkommt. Oder jemand, der sich einfach gegen nichts boosten kann. Ja. Die müssen wir irgendwann mal, wenn dann reingeswitcht bekommen auf irgendwas. Dass sie noch irgendwas rafft. Ja, höchstens Wallaby oder so, aber. Am Ende ist einfach noch alles richtig low, holen wir Linewood rein, der kriegt einmal seinen Toxic, aber dann geht er mit Fassade durch. Easy. Hat er 4 Kills. Genau. Oder 3 Kills. Easy. Okay, One-Shot ja einfach eigentlich Choreoge? Safe, oder? Was macht er mit Choreoge? Ob der Choreoge One-Shotten kann mit Fassade, wenn der Toxic Orb drin ist. Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Ori Choreo. Was sind das? Pompom, ne? Ja, aber das drückt halt nicht groß. Außerdem macht er die Geistform rein, das wäre nicht so praktisch. Fassade. Sind wir hier schon getoxicked? Oh nö, wir machen gar nicht so viel. Wir machen nur 57 bis 67. Mit Toxin drin? Ja. Okay, lol. Übrigens Rapid Dash. Der ist schon ziemlich kacke. Wir haben auch nur 70 Attack. Okay. Rapid Dash Ah. wollen wir. Wir können einmal T-Bolden. Wir sehen doch dann, was der für ein Set ist. Können protecten mit Leftover Recovery und können dann auf U-Turn irgendwie slow raus. Ja. Klingt nach dem Plan, oder? Ja, Einfach sehe ich auch. T-Bolden. Sehe ich. Keyboard, go. Oder wollen. Ja. Jo. Okay, der ist Wie viel machen Light wir? Orb. Sehr, sehr gut. Ja, Protect, go. Just go for Protect. Oder lass deine Max, dann lebt man's auch. Sollen wir einfach. Wait. Lass jetzt einmal protecten. Ah ne, wait, der hat noch zu viel dafür. Ich bin noch dumm. Wie viel hat der gemacht? Der hat 54,3. 54%. Ja. Und hat Life Orb, also. Ja. So, Double Protecten. Das bringt. Ja, nee. Ja, gut, es kommt ja auch Ja. nichts drauf raus, oder? Ja, eben. Ja, lass nochmal machen. Ist ja egal. Okay, Ja, Rev. der killt sich eh selber, passiert da nichts. Ja. Toll. Scheiß Roll. Ex. Okay. Dann jetzt. Lol, Kamalm. Sicher? Ich überleg gerade. Oh, einfach. Oder Swoobat. Wobei, Swoobat wäre ja kacke, wenn die. Wohl, lass uns Swoobat und wenn die in Wallaby gehen, einfach U-Turn. Oder? Der Elektrovogel könnte jetzt ein bisschen nervig werden, ne? Ja. Oder sehen wir einfach in Linewood. Wobei der halt gegen Osering scheiße wäre.
Ja. Wir können ja in Leinun, können wir dann immer noch in Stefan Raab gehen, zum Beispiel einmal. Also Leinun? Ja. Okay. Sollen wir mal Workuppen? Gehen wir den nach Workup? Glaub nicht, oder? Als ob das wirklich so wenig macht. Wait, Ori. 85 bis 101%. Und wenn Das zum aber auch, das Beispiel. auch full, du hast auch full KP gekalkt. Please. Oh ja, moin. Aber killt er uns? Wait, upsa. Der Schiff wird da hinten Power Fighting, oder? Ja, ich wie fein steht da. Mit Hurricane killen die uns nicht. Choice Specs. Gucken wir mal. Auch nicht. Ja, Workup, go. Der gewinnt jetzt. Jetzt mache ich so Fokusstoß. Out Ja, of. das? Nein! Er kommt einfach trotzdem. Finde es so gut, dass jetzt einfach die neuen Sprites jetzt Ja, finde ich auch drin richtig sind. geil. Steht Kamein nicht mehr so blöd dort. Ja. Oder Leinun. Leinun, Mann. Leinun. Du bist mein Boy, Leinun. Leinus. Leinun, du bist mein Leinus. Boy. Du bist mein Boy. Wenn du das jetzt raffst, ne? Wenn du das jetzt wirklich raffst, bist du der übelste Ehrenmann. Nicht mehr nur normaler Ehrenmann, sondern einfach übelste Ehrenmann. Jetzt wird er gekreditet. Wait, wait, also, laut dem Set da, also, aber ja, das ist ja hier. Ja, okay, Specs können schon killen. Das Set auf schon hat ja kein Spezialangriffsinvestment. Aber ich glaube Gucken wir eher, mal. dass die gescarft werden oder sowas. Kann sein. Und Scarf juckt halt nicht, weil wir mit Weakfeed dann eh zu 100% schneller sind. Was tun Sie? Was tun Sie? Wie machen wir eigentlich gegen Osaring, wenn er kein KP-Investment hat? Auf plus 1. Einfach gerade so nebenbei ein bisschen rumkalken, weil man eh nichts Na, Besseres der zu hat ja, wenn der reinkommt, hat er noch 82%. tun hat. Also ohne KP-Investment killen wir den safe. Und, lol, wait, wenn der auf zweimal Rocks reinkommt, killen wir den. Mit auf plus 1. U-Turn. Selbst Der ist bei. schneller als wir, der ist Choice Scarf. Ja. Jo, Fassade. Wollen wir den nicht behalten? Warte mal, wenn der Choice Scarf ist, das könnte noch blöd werden. Sollen wir uns einfach den. Also uns einfach den Evo liefern? Okay, wir können auch rausgehen, aber die Rocks liegen ja eh nicht mehr. Hör mir auch was auf. Sollen wir Ja, ihn wir noch. brauchen den Sollen wir noch, den ne? noch Switcher Also. ruhen? Sollen wir ihn noch Switcher ruhen? Für den Evo liefern? Nee, 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 wir halten den jetzt. Der ist Choice Scarf Oricorio. Der kann einfach Thunder spammen dann gegen uns. Okay, Und ich kann. ja. Der kann keinen Thunder. Der kann nur den Also Dance. Thunder Electric Move. Ja. Warte, ich guck mal nach. Gilt Oricorio mit Scarf? Warte mal, was kann der? Der hat bestimmt einfach T-Bolt, ne? Thunderbolt. Gegen. Nur gegen Stefan Raab. Okay, Stefan Raab killt er schon mal. Weil ich werde erstmal was anderes schauen gerade. Senfmann auch, leider. Ja, der killt eigentlich dann alles von uns. Ah ne, ich habe ja noch Choice Packs drin. Aber der ist ja, okay, der ist ja hier nicht invested. Also der killt uns ja trotzdem alle. Oh, das könnte nur übel eklig werden. Ja, Scheiße. kannst du ja wirklich. Ach stimmt. Muss der Scarf sein? Ja doch, wir sind ja generell schneller, Na, wir sind oder? generell Wir haben ja schneller, fünf. ja. Wir sind generell Wir haben schneller. ja. Der ist safe gescarft. Haben mal geschaut, Fassade macht gerade, selbst wenn der, Wollen wir einfach auf Kamein gehen? können wir machen. Dann Jawlocken, oder? Mann. Weißt du, irgendwie, ja. Wobei, wir killen doch safe mit Stone Edge, oder? Kann sein. Das Problem ist bloß, wir kriegen halt kein
der mit dieses Oricorio drauf. Ja, das ist halt Kacke gerade. Also eigentlich, wir müssen den ja als Fodder benutzen. Wir müssen nachher, wenn, weil wir den ja mit Lion und nicht killen, müssen wir nachher den 100%ig knockoffen. Oder müssen wir zu 100% knockoffen. Kann nicht Fassade knockoff. Das muss nachher auf jeden Fall. Stimmt, wir müssen den knockoffen dann. Ja, das Ja. können wir. Wir gehen, ja komm, wir gehen in Dreadnought, Jo. oder? Ja. U-Turn, okay. Was kommt jetzt? Kommt halt Safe Oriko. Ja, müssen wir jetzt wahrscheinlich Kramorx abwerfen. Und Ja. nachdem, dann gehen wir in Line und drücken Knockoff. Schon wieder so spannend hinaus jetzt noch. Scheiße. Ich auch nicht so geil. Irgendwie finde ich halt die Sprites, die sie bei, also vor allem der von Kamalm hier, irgendwie hat er voll den Borderlands-Style. Durch die Outlines. Sieht irgendwie voll Borderlands-mäßig aus. Ursaring, okay. Aber der Rasanz. Wie viel Ja, macht. krass. Ja, gut, jetzt leben wir den nicht mehr, den Ja, Toastmaster. leider. Durch Also, die paar Dinger. Durch die paar Prozent. wir können den noch leben, ne? Also, die Roll ist halt auf Adamant. Ich habe auf Adamant gekalkt. Ja, sollen wir es tryen? Warte. Nee. Wir können ja trotzdem in Dings einfach gehen. In Murkrow und dann gegenroosten. Gegenrüsten Also von. nicht ewig, aber kommt ja aufs Gleiche hinauf. Wir wollten den ja sowieso jetzt Ja, checken. also, ja, Murkrow, Lass go. ihn mal gehen. Der geht jetzt auf Close Combat. Was? Oder er geht auf Seed Bomb. Kann Okay, auch den hätten wir passen. nicht gelebt. Wir Ja. leben jetzt auf jeden Fall. Wir leben auf jeden Fall noch eine Fassade. Ja. Oh Sache nee, lass ist. Tailwinden, lass Tailwinden. Ja. Komm, wir Tailwinden. Stimmt, an Tailwind habe ich gar nicht mehr gedacht. Jo, jetzt lass Tailwind. Wenn der jetzt, wenn Ja. wir jetzt für den Wallaby gehen, gehen wir direkt ins Dreadnought und dann gehen wir durch. Genau. Hat er 60% gegessen, der ist Jolly. Foreplay, go. Jetzt war eh schneller als der, oder? Ja, jetzt sind wir auch safe schneller als der. Ja. Heißt, wir bleiben jetzt Murkrow einfach so zu lange drin, bis wir, bis, ja. Okay, Wallaby kommt. Wir gehen jetzt in Dreadnought. Ja, na gut, wir kriegen dann halt einen Kill, ne? Ja, ein Kill. Aber danach gehen wir wieder raus. Ja. Ist so gut, dass wir hier den Tailwind haben. Ich gar nicht mehr dran gedacht. So, Dreadnought. Gehen auf Knockoff, okay. Heißt, wir Stone Edge jetzt einfach. So, jetzt wäre auch hitten, ne? Die Stone Edge. Und Wallaby ist weg, nice. Nice, gut. So, was kommt jetzt rein? Ist komplett egal. Wen thronen Weil wir wir? jetzt. Hä? Wen thronen wir? Stefan Raab oder Subert? Ich würde es so machen, wir thronen jetzt Murkrow, gehen nach in Line und drücken Nein, nein, Knockoff. nein, 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 Okay. nein, nein, Okay. nein, 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 nein. Können wir auch mal. Ja, okay. Wir Wir wissen. brauchen den Tailwind doch. Nee, wait. Outspeeden wir Oricorio, wenn er einen Scarf hat, werden wir einen Tailwind drin haben. Ich weiß, 233, Mir 466. fällt gerade was auf. Wenn die Jolly Ursaring sind, outspeeden wir die durch Rasa mit Rasanz nicht. Was werfen wir jetzt ab? Wenn die Jolly Ursaring sind, outspeeden die wir mit Rasanz, wenn wir Nicht mehr Tailwind mit drin haben. Zubat, mit Zubat meine ich. Ach so, mit Zubat. Ne, warte mal. Ich gucke mal, da 466 kommen wir, ne? Durch 1,5.
310, also 311, dann ist ja der Fullspeed Oricorio ist, kann der ja schneller sein. Ja. Aber eben die Sache ist mit Ursaring, der ist, der hat Max-Speed 229. Wenn der Max-Speed ist plus Dinger, plus Rasant, kommen wir auf knapp 345, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Wollen wir Dings opfern? Swoobat, oder? Ja. Ja, würde ich Ja. machen. Dann können wir in Murkrow gehen und wieder Aber wie heilen. gesagt, oh wait, ich rechne es mal kurz nach. Ich will es jetzt genau haben. Wie viel Max-Speed hat denn das Oricorio? Das hat 100. Hat Das hat 313. 300, 313. Wir kommen auf 310. Also der müsste mindestens 310 Speed haben, damit der schneller ist mit Scarf. Wait, 94. Nee, der ist mit Scarf schneller als wir mit Tailwind. Ja, aber nur wenn er Max Speed ist. Ja, ist halt die Sache, ne? Ob die Ja. Max-Speed sind. Nein, ist Ja, halt okay, kritisch. dann opfern wir den jetzt. Zubat? Also, ja. Ja, Okay. wir opfern Swoobe. Dann gehen wir in Lainun und drücken Knockoff. Ja. Aber ja, dann ist es ja eh egal, ob der mit Scarf schneller ist. Oh ne, Ja, wait, und oh, ja. dann killen die das Lainun, dann gehen wir in Okay. Murkrow und drücken Tailwind und Okay, gewinnen ja. dann mit Dann 2, okay. throwen wir jetzt Zubat. Sorry, Zubat. Du bist ein Ehrenmann, aber heute war es irgendwie nichts. So, jetzt Lainun. Genau. Und Knockoff. Warte, mach nichts zu überstürzt. Nur mal gucken. Okay. Genau, Switch drücken. Genau. Genau, einfach gleich aufgeben. Hey, nee, das wäre auch nicht mal so schlimm. Da hätte er einen Toxic aufstatt einen Scarf. Gehen wir ihn trotzdem mit Stone Edge. Aber jetzt Knockoff, oder? Ja, Knockoff. Weil, wenn wir Knockoff, müssen wir wahrscheinlich nicht mal auf. Selbst wenn die jetzt in Ursaring rausgehen, dann killen wir ja nach mit Fassade. Ja. Weil es bringt ihnen jetzt auch nichts rauszugehen, weil halt Lainun schnell, safe schneller ist als beide. Lainun! Weißt du noch, ich hab nach dem Draft gesagt, wir spielen immer mal Rasanz auf dem und es wird funktionieren. Leute, ihr seid übrigens hier gerade Zeuge geworden des besten Lineun-Setes, das ihr je in eurem Leben gesehen habt. So, jetzt Murkrow und Tailwind. Ja. Ja. Go. Tailwind geht in. Kein So, Scarf mehr. Jetzt, wir können. und ich guck jetzt nach. Kills Liquidation. Ja. Ja, oder? Die killt. Ich warte, ich guck nach. Das, die Ich gehe schon mal Leute rein killen in den. wir. Ich gehe schon mal Leute rein in den. killen wir sind. Oh, warte mal, 49 bis 58. Passt. Hundertprozentig passt es. Achso, ja, 43, ja. Pata. Warte mal, ich habe wieder auf voll KP geguckt. Ja, okay, dann ist ja eh egal. Ja, Okay. Liquidation. Senfmann, du Ehrenmann! Der Senfmann. Hol es uns, Senfmann. Erlöse uns von unserem Leid. Erlöse uns von den Bösen. Hashtag bitte kein 03. Ja, so in die Richtung. Aber wenn wir jetzt nichts übersehen haben, haben wir das, oder? Ja. So, Liquidation, passt. Und gegen Osering, jetzt noch die Superpower. Einfach nur, um es zu 100% safe zu machen. Ja. Superpower. Ey! Oh, war das insane gerade am Ende. Oh mein Gott, Alter, ich bin Ah, zufrieden. Alter, das war so insane gerade. Und Lainun hat was gemacht. Ja! Ich weiß nicht, ob ich mich am mehr freuen soll, über Lainun oder über das, was wir gewonnen haben. Glaube darüber, dass wir mit Leinen gewonnen haben. Okay, ja, das ist ein guter Kompromiss. Nachdem der uns da beim ersten Game ein bisschen rausgeworfen hat. Ja. Oh, Alter, wir haben es gewonnen. Irgendwie. Aber wir haben es irgendwie geschafft, ey. Nice, nice. Das ist jetzt der Aufschwung. So, Leute, das war's mit dem dritten Spieltag der SML. War ein bisschen insane irgendwie.
Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und tschö. Tschüss.